So, was wir sehen, du bist mit dem, was du planst, konsequent. Das heißt, Wohnen, Essen, Kochen steht überall, die Balkone sind überall nicht gesetzt und die Treppenhäuser auch nicht. Bedeutet, ne, wenn du das änderst, machst du es automatisch dann überall, ne, entsprechend auch richtig. Bitte irgendein Element mal markieren, wieder Bauelement außen, rechte Maustaste. Im Übrigen, falls der ein oder andere sich von euch wundert, das, was der Herr Heinlein eingestellt hat, ist zum Beispiel Fensteranschlag im Grundriss anzeigen. Ne? Das ist etwas, was auch im Standort nicht aktiv ist. Und genau wo du das einstellen kannst, kannst du auch Rollladenführung anzeigen, einstellen. So. Wir haben jetzt hier auf dem Register allgemein keine Materialsteuerung für die Fenster. Ich möchte nur darauf hinweisen. Okay? Wenn ihr auf das Register Eigenschaften geht, dann gibt es dort ein Material. So. Die Voreinstellung der Kalkulation, die meisten von euch haben es ja schon gemacht. Und die meisten von euch haben die Voreinstellung bei Bauelementen, Fenster, Terrassentüren, entweder so gelassen, wie wir es gemacht haben, oder nach dem Gespräch mit mir wieder zurückgestellt. Die Voreinstellung sieht folgendermaßen aus. Das Material von Fenstern und Terrassentüren wird ausschließlich bei Fenstern, bei Terrassentüren gar nicht, nur bei Fenstern und nur im Keller aus der Planung verwendet. Warum? Es gibt Firmen, die bauen noch Kellerfenster ein. Ich formuliere das bewusst so komisch, weil es gibt viele, die machen das gar nicht mehr. Sondern die sagen, wir machen bloß noch gedämmte Fenster, Haken dran. Okay? Und es gibt Firmen, die noch mit Kellerfenstern arbeiten. Ne? Das wären halt die Klassiker 100, 100 mal 80, ne? Und so weiter und so fort. Und weil eben das bei Hanglagen in der Regel so ist, dass nicht alle Fenster im Keller sind Kellerfenster, ne? Sondern du durchaus auch eine Mischung hast an Kellerfenstern, an Wohnraumfenstern. Deswegen wird im Keller das geplante Material von Fenstern verwendet. Sonst wird Standard der Branchenmodelle nicht geguckt, was für ein Material geplant ist, sondern du stellst ein, was für ein Material verwendest du standardmäßig in der BLB. Okay? Warum wird das Material nicht aus der Planung genommen? Weil, wenn du dir das Ding in der Ansicht anguckst, wenn du dir das Ding in der 3D anguckst, ja, ob das Holz oder Kunststoff ist, siehst du nie. Das, was du wahrnimmst, ist eine Farbe. Okay? So. Und deswegen ist es so, dass in der Regel dort die Baubeschreibung das Ganze steuert. Okay? Wie gesagt, einzige Ausnahme, Keller. So. Wer baut Kunststofffenster ein im Standort? Okay. Die Empfehlung wäre, ne, wenn ihr Planungsdatenbank macht, ne, und sowas wie Material voreinstellen würdet, ne, dass ihr sicherheitshalber trotzdem eben das einstellt, was bei euch der Standort ist. Ne. Warum? Was baut ihr, Holz oder Kunststoff? Dann ist es wurscht, was du voreinstellst. Ne. Einfach eben für diese Konstellation Keller, ne, falls du halt im Keller und Wohnraumfenster gemischt hast, ne, weil dort wird eben dann im Keller das Material so entsprechend verwendet. Bitte Achtung, Thermoglas und Schallschutz, selbe Konstellation. Ja. Nominal sind das halt Geschichten. Man könnte das aus der Planung verwenden, dadurch, dass es nicht sichtbar ist, wird es in der Regel nicht aus der Planung verwendet, sondern die Baubeschreibung entscheidet. Okay? Umstellen über Werkzeuge, Fenster, Terrassentür, ne, allgemein geht genauso, das haben wir gerade gesehen. Okay? Gut. Also, Dialog zumachen. Passt. Die Positionierung der Treppe, Herr Heinlein, führt dazu, dass Sie eine ganze Menge Treppenabsturzgelände haben. Okay? Das ist etwas, was jedem klar ist, dass wenn ein Treppenabsturzgeländer durch das System erzeugt wird, dieses Treppenabsturzgeländer auch kalkuliert wird. Ja? Ja? Okay. Wenn in einer Decke ein Loch ist,
in einem Haus könnten wir runterfallen. Korrekt? Und damit das nicht passiert, machen wir dort laut Norm in Deutschland ein Geländer hin. So. Wann muss ich dort kein Geländer hinmachen, wenn ich nicht runterfallen könnte? Wann könnte ich nicht runterfallen? Wenn dort eine Wand steht. Das, was ihr gerade beschrieben habt, ist, wie VI funktioniert. Steht eine Wand an einem Deckenloch, wird kein Geländer erzeugt. Wird kein Geländer erzeugt, wird kein Geländer kalkuliert. Machst du ein Loch, es steht keine Wand, wird ein Geländer erzeugt. Das Geländer siehst du, das Geländer wird kalkuliert. Okay? Punkt. Es heißt, dass du jetzt die Sensibilität hast, hinzugucken, weil du es in Erwägung ziehen würdest. Das ist der erste Schritt. Der zweite Schritt ist, du könntest dir es in der 3D angucken, um es zu wissen. Okay? Also, wenn du jetzt einfach mal nicht mit dem ganzen Haus in die 3D gehst, sondern nur mit dem Geschoss, du hast es eh schon. Nein? Ja, aber aufklappen, genau. 3D-Geschossansicht. So, und sag meinetwegen mal nur Obergeschoss 1. Sag okay. So, genau von oben reingucken. So, dann siehst du unten drunter, wo Absturzgeländer ist und wo nicht. Okay? Nochmal, warum habe ich es nicht beantwortet, sondern warum habe ich gesagt, bitte gucke für jeden, weil what you see it, what you get. Okay? Das heißt, ja, es gibt eine Planüberprüfung am Anfang, wo du in die 3D guckst. Das ist alles. Okay? Und das, was du hast, das könnte man auch verändern, müsst ihr nicht. Es gibt eine Konfiguration, wie breit muss ein Abstand sein, damit das Absturzgeländer am Loch langläuft und nicht gerade das Ding schließt. Okay? Das ist aber etwas, ich glaube nicht, dass es irgendein Kunde verändert hat. Das ist auch nicht im Dialog nach außen, das ist nur in der Steuerdatei drin. Muss normalerweise nicht passieren. Okay? Wichtig ist nur eins, dass du eben auf der Liste hast, aha, da werden Absturzgeländer erzeugt, aha, die Absturzgeländer werden kalkuliert. Kurze Frage, wer von euch weiß nicht, wie er das Deckenloch einer Treppe verändert? Das weiß jeder. Okay. Du kannst jederzeit ein Polygon zeichnen. Wenn du dieses, bitte einmal ein Grundriss gehen wieder. Jede Treppe bringt ein Deckenloch mit. Okay? Im Standard ist das Deckenloch der Treppe die Grundfläche der Treppe. So. Wenn du ein Polygon gezeichnet hast, kannst du über Datei, brauchst du gar nicht erst zeichnen. Mach irgendeins, völlig egal. Nee, du bist beim Markieren. Geh mal bitte nur auf Bearbeiten. Oben auf dem Menüpunkt. Auf den Menüpunkt. So. Achtung, Dirk. Markiertes Polygon als Treppenloch übernehmen. Okay? Das heißt also, wenn du das Deckenloch von einer bestehenden Treppe verändern wollen würdest, zeichnest du ein Rechteck oder ein Polygon, markierst es, dann ist die Punktfunktion aktiv, dann sagst du, übernimm das. Okay? Welche Kalkulationsrelevanz hat das, Herr Salzmann? Wenn du ein Deckenloch einer Treppe veränderst. Geländer, Deckenfläche, Estrich, Bodenbelag und so weiter und so fort. Okay? Wir sehen sonst Struktur, das Gleiche. Wir gehen ins Dachgeschoss. Selbe Struktur. Selbe Struktur, klar.